Hallo, mein Name ist Florian Wolterich. Herzlich willkommen zu unserem kleinen Demo-Video über die neue Funktion Zero Touch Deployment für Next Generation Firewalls. Was ist Zero Touch Deployment? Zero Touch Deployment ist die Möglichkeit, dass Sie Maschinen installieren, ohne dass jemand vor Ort sein muss, um diese Maschinen zu konfigurieren. Vor Ort brauchen Sie nur jemand, der den Netzwerkstecker in die Box steckt und das Powerkabel. Alles andere funktioniert von alleine. Was brauchen Sie alles für ZTD? Sie brauchen eine Next Generation Firewall F-Serie, mindestens mit dem Release 7.1. Natürlich brauchen Sie ein Control Center, auch mit dem Release 7.1. Zusätzlich benötigen Sie noch einen Barracuda Cloud Control Account. Diesen können Sie sich kostenfrei erstellen. Sie brauchen keine extra Subscriptions, also Lizenzen. Sie können natürlich auch über das Zero Touch Deployment zum Beispiel Advanced Threat Detection Lizenzen ausrollen. So, gucken wir uns das Ganze mal genauer an. Der Administrator bestellt die Maschine bei Barracuda Networks, bekommt eine Confirmation E-Mail. Gleichzeitig wird die Maschine dem Control Center bekannt gemacht. Jetzt erstellt er eine Konfiguration auf der Maschine und die Maschine wird auch gleichzeitig ausgeliefert. Diese Basiskonfiguration wird an unser Zero Touch Portal gepusht. Wenn die Maschine ausgeliefert ist, wird sie ans Netzwerk angestöpselt und per DHCP bekommt sie eine Adresse aus dem Internet. Jetzt zieht sich die Maschine von dem Zero Touch Portal die Basiskonfiguration, mit dem sie das Control Center erreichen kann. Wenn sie das Control Center erreicht hat, bekommt sie die vollständige Konfiguration und ist Teil des kompletten Netzwerkes. Gucken wir uns einmal an, wie die Konfiguration aussieht. Im Control Center müssen Sie unter dem Punkt CC-Parameter Ihren Cloud Control Account angeben, bei dem Punkt Zero Touch Deployment. Also, Sie tragen hier den Benutzername und Ihr Passwort ein. Und somit weiß das Control Center, unter welchem Account die Konfigurationen abgelegt werden sollen. Aktivieren. Als nächstes übermitteln wir eine Konfiguration an das Zero Touch Deployment Portal. Wir wählen aus, welche Seriennummer das Ganze ist und schicken diese Konfiguration zum Zero Touch Portal. Hier in der Zero Touch GUI finden Sie jetzt auch die Maschine, die auf eine Konfiguration wartet. Diese ist schon ausgeliefert. In der Konfiguration ist auch hinterlegt, dass diese Box einen Tunnel per VPN aufbaut. Alle Tunnel stehen bereits, außer der eine Tunnel von der neuen Maschine. Sobald die Konfiguration fertig ist und sich die Maschine die neue Konfiguration gezogen hat, wird auch hier der Tunnel aufgebaut werden. Warten wir kurz, bis die Konfiguration abgeschlossen ist. So, jetzt ist es completed und jetzt sollte auch gleich der VPN-Tunnel stehen. Gucken wir uns das Ganze an. Im GTI-Editor, da ist er noch auf Rot. Es dauert aber einen Moment. Einmal vielleicht aktualisieren. Und siehe da, der Tunnel ist aufgebaut und die Maschine ist jetzt Teil des Netzwerkes. Vielen Dank.